Stellt euch vor, ihr habt nur noch einen Monat zu leben. Was würdet ihr tun? Nicht mehr arbeiten gehen, so viel ist sicher. Alle Ersparnisse zusammenkratzen, vielleicht einen Kredit aufnehmen? Muss man ja nicht mehr zurückzahlen. Und dann losziehen und so viele offene Dinge wie möglich auf der Liste des Lebens abhaken, die euch verbleibende Zeit zum besten Monat eures Lebens machen. Genau dieses Schicksal trifft Louise im Spiel. Doch sie hat nicht den Luxus, einfach nur die Sau rauszulassen, denn sie hat ein kleines Problem. Ihren 8-jährigen Sohn Mitch, für den sie jetzt ein neues Zuhause finden muss. Das ist die Hintergrundgeschichte und der Ausgangspunkt von Best Month Ever. Das Spiel wurde interessanterweise von der Warschauer Filmschule entwickelt und gepublished von Klabater. Es erscheint am 5. Mai zu einem Preis von 20 Euro für Xbox, PlayStation, Switch und den PC über Steam und GOG. Testen konnte ich die Xbox-Version auf der Series X. Der Review-Code wurde mir freundlicherweise vorab vom Publisher zur Verfügung gestellt, vielen Dank einmal dafür. Und somit konnte ich mir bereits ein ausführliches Bild vom Spiel machen, das ich hier mit euch teilen möchte. Also, schauen wir uns Best Month Ever an. Wir schreiben das Jahr 1969. Louise ist alleinstehende Mutter des 8-jährigen Mitch. Tagsüber arbeitet sie und nachts studiert sie, um den beiden eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch das alles verliert plötzlich an Relevanz, als Louise die alles verändernde Nachricht bekommt. Damit beginnt die turbulente Reise der beiden, während der sie auf eine Vielzahl von Personen treffen. Einige freundlich, andere nicht so freundlich und einige wirklich durchgeknallte Personen. Es ist ein völlig verrückter Roadtrip quer durch den Westen der USA. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht beider Charaktere, die meiste Zeit übernimmt man die Kontrolle über Louise, aber auch Mitch darf man hin und wieder steuern. Die Geschichte wird retrospektiv erzählt, der erwachsene Mitch tritt immer wieder als Hintergrundsprecher auf und erklärt Zusammenhänge oder Hintergründe zu verschiedenen Momenten und Ereignissen. Dazu gibt es auch immer wieder Zeitsprünge in die Kindheit von Louise oder die Zeit vor der Geburt von Mitch und gibt dem Spieler zu verschiedenen Situationen mehr Hintergrundwissen. Die Geschichte hat hier ganz klar das Hauptaugenmerk bekommen, denn so richtig viel Gameplay gibt es nicht, dazu aber gleich mehr. Aber als solche ist sie wirklich gut geschrieben. Sie ist teils lustig, teils traurig und teils auch völlig absurd, aber auf eine gute Weise. Man muss ganz klar sagen, es ist keine kindgerechte Geschichte. Die Thematik dreht sich natürlich in erster Linie um den Tod, aber auch andere Themen wie Rassismus, Sexismus und Missbrauch werden behandelt. Auch die Dialoge sind teils wirklich derb. Die Entwickler wollten eine authentische Inszenierung, die den USA der 60er Jahre entspricht. Wem der Sprachgebrauch aber zu viel des Guten sein sollte, der kann in den Optionen einen entsprechenden Filter aktivieren. Kommen wir zum Gameplay. Und hier wird es nicht wirklich komplex. Best Month Ever ist im Grunde wie ein klassisches Point-and-Click aufgebaut. Ein sehr einfaches Point-and-Click. Alle interaktiven Punkte werden auf dem Bildschirm angezeigt und in den meisten Fällen sind das nicht viele. Oft genug sogar nur ein einziger, was bedeutet, eigentlich bestätigt ihr in den meisten Fällen nur mit einem Klick, dass es weitergeht. Wie gesagt, der Fokus liegt ganz klar auf der Story. Das Spiel ist also eher wie ein interaktiver Film aufgebaut, in dem ihr regelmäßig nur mal einen Knopf drücken müsst, damit es weitergeht. Vielleicht auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass eine Filmschule für das Spiel verantwortlich ist. Den Einfluss merkt man auch von Anfang bis Ende, schon an der Einteilung in Kapitel. Davon gibt es insgesamt 12 an der Zahl und jedes ist eine in sich geschlossene Geschichte, eine Station auf der Reise. Es gibt beim Gameplay aber dennoch hier und da ein wenig Abwechslung, wenn zum Beispiel Louise Mitch das Autofahren beibringt. Auf einem Highway. Mit Verkehr. Vorbildlich. Dann trefft ihr auch vereinzelt auf kleine, einfache Minispiele. Nichts davon ist wirklich anspruchsvoll, aber es lockert das Spiel etwas auf. Das primäre Gameplay-Element sind aber die Gespräche und die darin enthaltenen Dialogoptionen, die die Charakterentwicklung von Mitch beeinflussen. Diese Optionen haben Auswirkungen auf 3 verschiedene Attribute. Rechtschaffenheit, also wie gesetzestreu sich Mitch entwickelt, Selbstvertrauen und Beziehung. Den Status der einzelnen Attribute könnt ihr jederzeit hier oben links am Bildschirmrand sehen. Jede gewählte Option kann auf ein oder mehrere Attribute sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Standardmäßig wisst ihr nicht, welchen Einfluss die einzelnen Optionen haben. Wenn euch die Ungewissheit aber nicht recht sein sollte, könnt ihr in den Optionen auch einstellen, dass die Auswirkungen jederzeit angezeigt werden. So könnt ihr Mitchs Charakterentwicklung auch planen. Auf jeden Fall führen die Entscheidungen zu unterschiedlichen Verläufen und es gibt insgesamt 9 verschiedene Enden, die ihr freischalten könnt. Das motiviert zum erneuten Durchspielen, was die doch recht kurze Spielzeit nochmal strecken kann. Denn nach etwa 4 bis 5 Stunden seht ihr bereits das erste Mal den Abspann. Was die Technik angeht, bin ich ein wenig hin und her gerissen. Grafisch fackelt das Spiel sicher kein Feuerwerk ab. Die Schauplätze sind allesamt sehr klein, aber immer gut und stimmungsvoll in Szene gesetzt. Teilweise sehen die sogar richtig schick aus, andere Stellen fallen durch einen sehr geringen Detailreichtum auf. Im Großen und Ganzen ist es aber ein hübsches Spiel. Die Charaktere sind allerdings nicht besonders detailliert, was aber kaum auffällt, weil man die selten mal aus der Nähe sieht. Das Einzige, was mir bei der Optik störend aufgefallen ist, sind in dieser Szene die Spiegelungen im Wasser, weil die wirklich extrem stark nachruckeln.
Aber wie gesagt, das ist die einzige Situation gewesen, wo es mir wirklich etwas störend aufgefallen ist. Der Rest des Spiels ist okay und grafisch durchaus schick. Den Sound finde ich wirklich toll umgesetzt. Die spärliche Musik wird stimmungsvoll eingesetzt, die Soundeffekte sind allesamt gut und die Synchronsprecher machen einen hervorragenden Job. Da gibt's von meiner Seite aus absolut nicht zu meckern, auch wenn die Synchro nur auf Englisch ist. Es gibt aber deutsche Untertitel. Puristen könnte vielleicht noch stören, dass sich diese aber nicht ausschalten lassen. Und wo wir gerade bei störenden Dingen sind, eine Sache muss ich leider noch erwähnen. Je nachdem, wann ihr auf dieses Video stoßt, ist das Ganze vielleicht schon nicht mehr von Relevanz, aber es gibt in meiner Vorveröffentlichungsversion einen doch schon ziemlich störenden Bug. Gleich zu Beginn des Spiels, wenn man das Diner betritt und das erste Gespräch hinter sich hat, reagiert das Spiel eine Weile nicht mehr auf Controller-Eingaben. Man kann Louise nicht bewegen, man kann nichts auswählen. Dieser Fehler vergeht von selbst, wenn man lange genug wartet, etwa eine Minute. Dann hat man die Kontrolle wieder. Keine Ahnung, was da los ist, aber den Fehler konnte ich reproduzieren. Es passiert jedes Mal in dieser Szene und jedes Mal behebt es sich auch von selbst. Ich habe das Ganze mit meinem Kontakt bei Clavata besprochen. Es wird an die Entwickler weitergeleitet und geprüft und dann wohl in einem der nächsten Patches gefixt. Könnte also sein, dass es bereits mit dem Day One Patch behoben sein wird. Ich behalte das im Auge und schreibe euch den Status in den angepinnten Kommentar. Sobald es behoben ist, aktualisiere ich das. Also die Entwickler wissen Bescheid und es wird gefixt. Und es ist auch nicht schwerwiegend, aber es nervt schon, weshalb ich es an dieser Stelle einmal erwähnen musste. Darüber hinaus ist Best Month Ever ein wirklich schönes kleines Indie-Spiel. Es erzählt eine wirklich tolle Geschichte und bietet dem Spieler mit den verschiedenen Dialogoptionen auch die Möglichkeit, den Verlauf ein Stück weit zu beeinflussen. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen und ich kann es durchaus empfehlen. Für 20€ ist das schwieriger. Nur mal zum Reinschnuppern würde ich sagen, wartet auf einen Sale. Aber wenn ihr diese Art Spiel mögt und vor allem, wenn ihr gut erzählte Geschichten mögt, dann greift ruhig zu. Damit sind wir dann aber auch am Ende dieses Reviews angekommen. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, liked, abonniert und so weiter. Ihr wisst ja, wie YouTube funktioniert. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit.